Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Tagesenergie-Orakel. Ja, es ist gerade etwas dunkler, es ist nämlich erst morgens um 4:30, aber ich kann nicht mehr schlafen und ich dachte mir, gut, was soll's, schauen wir halt mal um diese Uhrzeit in die Tagesenergien rein. Ja, wie ihr hört, bin ich nach wie vor erkältet, also wen das stört, dass meine Stimme so klingt, kann gleich wieder ausschalten, weil besser wird's nicht mehr. Und allen anderen wünsche ich jetzt viel Spaß. Also, schauen wir mal. Welche Energien möchte das Universum uns heute mit auf den Weg geben? Ein Gottesgeschenk. Eine Nachricht von Erzengel Sandalfon. Wir Engel bringen dir Geschenke deines Schöpfers. Öffne deine Arme, um sie zu empfangen. Ja, ich glaube, viele Menschen sind heute gut daran beraten, ein wenig in die Stille und in den Rückzug zu gehen. Dann haben wir hier die Harmonie in Beziehungen, eine Nachricht von Erzengel Raguel. Wir Engel öffnen die Herzen aller Personen, die an dieser Situation beteiligt sind. Streitigkeiten und Konflikte werden jetzt gelöst. Und natürlich kann es sich hier für den einen oder anderen um die Auflösung in einer Partnerschaft handeln oder ein Streit wird beigelegt. Aber nach meinem Gefühl geht es gerade vor allen Dingen um die Introspektive, es geht um die Innenschau, ja, es geht darum, dir selber klar zu werden, was du wirklich brauchst. Hier haben wir die Offenheit, nimm das Leben, wie es kommt, ja. Also nimm deine Lektionen auch an und versuche in deinem Inneren eine Klarheit zu finden, was für dich wirklich wertvoll ist. Dann haben wir hier die Verspieltheit, sieh das Leben als Experiment, es ist alles nur eine Erfahrung. Und mach dich nicht an Dingen kaputt oder an Menschen kaputt, die du nicht ändern kannst, ja. Also das ist hier auch eine ganz klare Nachricht, die reinkommt. Es ist nicht so wichtig, dass du allen Menschen gefällst, sondern es geht darum, dass du dir gefällst, ja. Angestaute Energien müssen freigesetzt werden und was wünschst du dir wirklich? Ja, das ist die große Frage, die es an diesem Wochenende zu ergründen gilt. Was wünschst du dir in deinem Leben wirklich? Was brauchst du wirklich, um dich geborgen, sicher, geliebt zu fühlen, zu Hause zu fühlen? Bist du vielleicht stets energetisch gesehen auf der Flucht vor dir selbst oder vor anderen oder auch vor deinen eigenen Gefühlen? Rennst du vielleicht von einer Situation zur nächsten, bloß um nicht in die Stille gehen zu müssen? Ich habe das Gefühl, dass es darum geht, Klarheit auf mehreren Ebenen zu erlangen, aber nicht indem man Streitgespräche führt oder indem man möglichst viele Dinge lernt, sondern indem du wirklich dich etwas zurückziehst von all diesem Außen, ja. Wir gucken nochmal in die Tarotkarten rein, was wir hier haben, ja. Vier der Stäbe. Mach es dir dort wirklich gemütlich, wo du bist, ja. Lass dich nicht von zu vielen Gefühlen überrumpeln oder auch von zu vielen Gedanken in diesem Fall, ja. Es kann sein, dass du dazu neigst, Dinge zu überdenken, also sie tot zu denken sozusagen. Eventuell, ja, machst du dir einfach wirklich eine Riesenplatte darum, was denkt der von mir, wie könnte er oder sie das aufgenommen haben, was ich gesagt habe. Und oftmals geht es im Hintergrund tatsächlich um den eigenen Selbstwert. Ne? Also du hast vielleicht Angst, dass du nicht gut genug bist oder etwas falsch machen könntest. Aber du musst das Leben halt hier als Experiment sehen und als Erfahrung. Für den einen oder anderen kann es sein, dass es hier nochmal zu einem Gefühlsausbruch kommt. Das kann in verschiedene Richtungen gehen. Vielleicht bist du unendlich wütend. Huch, jetzt fällt uns gerade hier die Kamera runter. Na, so. vielleicht bist du unendlich wütend und brauchst ein Ventil, um es abzulassen. Vielleicht möchtest du mit deinem Auto mal in den Wald fahren und ein bisschen aufs Lenkrad hauen und schreien und brüllen. Oder in dein Kopfkissen brüllen. Der ein oder andere muss vielleicht einfach mal heulen. Ich weiß nicht. Also vielleicht hast du auch so ein paar Tricks auf Lager, wie du dich selbst halt in die Stimmung bringst, diese Gefühle dann rauszulassen. Ja, sehr oft geht es halt über Musik.
ich weiß nicht, vielleicht hast du auch so eine Killer-Playlist, wo du nach 3, 4 Liedern einfach schluchzend auf deinem Teppichboden sitzt. So eine Energie habe ich hier, ja. Etwas, wo man wirklich endgültig an dieses festsitzende Gefühl rankommt und dann es einfach so auslaufen lässt, ausbrechen lässt, abgewittern lässt, wie auch immer das sich dann gestaltet. Ja, mit dem Magier hast du echt alle Möglichkeiten, jetzt aktiv zu werden, jetzt dich da in deine Gefühle einzuklinken. Ja? Nimm das wirklich als Geschenk an. Es kann auch sein, dass der ein oder andere hier in der Stille tatsächlich ein Geschenk von oben erhält, so eine Art magischen Input, dass du auf Erkenntnisse stößt oder ja, dass der Groschen fällt, so könnte man das vielleicht sagen. Vielleicht hast du auch einen blinden Fleck, was deine eigene Lebensgeschichte oder deine derzeitige Geschichte angeht. Mit dem Pagen der Kelche kann es sein, dass du vielleicht auch auf ein Angebot hereingefallen bist, wenn diese Karte nicht für dich selber steht. Vielleicht hast du dich bisher aber auch immer mit den kleinen Gefühlen zufrieden gegeben oder mit den kleinen Aufmerksamkeiten. Du sollst dir mehr wert sein als das bare Minimum. Ja? Also das ist hier gerade eine Nachricht, die reinkommt. Du sollst dir bewusst werden, dass du dich nicht mehr unter deinem Wert hingeben oder verkaufen oder ausnutzen lassen solltest. Ja? Du darfst dich ruhig realistisch einschätzen, wird mir gesagt. Eine realistische Einschätzung beinhaltet auch, dass man seine eigenen Fehler sieht, seine eigenen Unzulänglichkeiten oder vielleicht sogar die eigenen Misserfolge. Aber mit der Sonne darfst du dir wirklich die Frage stellen, was du brauchst. Was braucht vielleicht auch dein inneres Kind? Ja? Was wünschst du dir hier? Darfst du vielleicht erkennen, wie viel Reinheit und Unschuld eigentlich noch in dir verborgen ist, die vielleicht nur überschattet wurde von schlechten Beziehungen, schlechten Angewohnheiten oder Verdrängungsmechanismen? Weil ganz viele der schlechten Angewohnheiten, die du als erwachsener Mensch haben kannst, resultieren ja meistens aus einer Kindheitswunde heraus oder aus dem Wunsch, es halt wegzukriegen, wegzudrücken. Was wahrscheinlich auch der Hauptumsatzpunkt von Alkohol ist. Es möglichst einfach zu verdrängen, ja, all diese Gefühle, all dieses Nervige. Und es ist schon traurig, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Menschen auf Schmerztabletten und Ersatzsuchtstoffen und auf Suchtstoffen durch die Gegend eiern. Und das akzeptiert wird, wohingegen Menschen, die offen zu ihren Gefühlen stehen oder vielleicht sogar eine Depression haben und das auch nicht hinterm Berg halten, dass die dafür verachtet werden. Oder beziehungsweise auch belächelt werden, nicht unbedingt verachtet. Das ist vielleicht ein hartes Wort, aber viele Leute schauen auf andere Menschen mit depressiven Verstimmungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen herab und tun so, als hätten sie ihren Scheiß zusammen, aber es stimmt in vielen Fällen nicht. Denn die Emotionen, die bei diesen Leuten halt verdrängt werden oder unterdrückt werden oder umgelenkt werden in anderes Sucht- oder Exzessivverhalten, sind halt auch nicht besser. Das ist ein Verdrängungsmechanismus. Der eine lebt halt das, was er fühlt, ungefiltert dann aus. Und der andere tut so, als wäre nichts. Also, gut, ich weiß nicht, ich bin hier gerade vom Thema abgewichen. Aber vielleicht soll das einfach so gesagt werden, wie es gesagt wurde. Die Sonne, danach die 6 der Stäbe. Hier geht es erfolgreich vorwärts, ja. Sobald du gelernt hast, dich dann nicht mehr unter deinem Wert zu verkaufen, werden auch neue Angebote reinkommen, vielleicht erstmal zögerlich. Vielleicht bist du auch misstrauisch, wenn dann Angebote hereinkommen, die, ja, du hast Angst, nochmal dieselben Fehler zu machen, könnte man hier sagen an dieser Stelle. Und mit den 4 der Münzen möchtest du da deine Stabilität auch auf keinen Fall gefährdet sehen. Ja? Mit den 4 der Münzen bist du hier in einem stabilen Zustand. Manche sagen auch, es ist die Karte der Gier, aber ich glaube, es geht eher darum zu wissen, was das bare Minimum ist an dem, was du wirklich brauchst, ja, jetzt materiell gesehen oder auch emotional, zwischenmenschlich. Du solltest lernen, deinen Wert einfach so zu nehmen, wie er ist und nicht versuchen, immer noch etwas obendrauf zu packen. Weil wenn wir die 4-Münzen-Karte nehmen und noch etwas obendrauf packen, dann haben wir die 5-Münzen-Karte, die nun wiederum eher für einen
Er für einen Armuts- und Mangelzustand steht. Ja, du weißt, was du hast, und manchmal ist etwas hinzuzufügen nicht unbedingt die beste Sache, so wie beim Kochen zum Beispiel. Zu viel Salz verdirbt die Suppe, zu wenig Salz lässt sie fad erscheinen. Es muss ein gutes Maß haben. An der Unterseite des Decks haben wir die Welt. Ja, hier verändert sich einiges. Hier darf sich einiges in den Fluss bewegen. Ich lege das hier einfach mal da drauf. Das Ass der Kelche, aber eigentlich wollte ich euch gerade mal die 5-Münzen-Karte kurz noch zeigen. Schauen wir mal, wo sie sich versteckt. Und wie immer, wenn man sucht, sind die Karten meistens ganz unten. Also habt ein bisschen Geduld mit mir. Na, wo bist du denn? Ah, so viele schöne Karten. Und die, die ich suche, ist mal wieder nicht dabei. Da. Genau. Mit den 5-Münzen-Karten werden wir nämlich... Mit der 5-Münzen-Karte wären wir nämlich hier in diesem Zustand, wo man geschlagen ist vom Leben, ja, wo man gebeutelt ist. Und manchmal kann diese Angst hier auch berechtigt sein, dass, wenn jemand Neues in dein Leben dazukommt, dass er deine Stabilität gefährdet. Ja. Erzengel Raguel sagt aber: Öffne dein Herz allen an dieser Situation beteiligten Menschen, weil Streitigkeiten und Konflikte jetzt gelöst werden wollen. Aber das Herz zu öffnen bedeutet nicht, die Haustüre zu öffnen. Das Herz zu öffnen bedeutet auch nicht, dass du diesen Menschen jetzt sagst, was du da machst. Es geht nicht darum, heute dein Herz auf der Zunge zu tragen, sondern es geht darum, all die Gefühle und Gedanken und all das, was du vielleicht auch vor dir selber verborgen hast, jetzt freizusetzen und dir die Zeit und den Raum zu geben, darüber nachzudenken, was du dir wirklich wünschst. Sodass du hier auch in der Lage bist, vorwärts zu gehen und ohne Angst zu lieben, ohne Angst anzunehmen und ohne Angst, deine Stabilität zu verlieren, hier tatsächlich nochmal etwas Neues erschaffen darfst. Die stecken wir mal wieder rein. Die möchte ich hier gar nicht mehr sehen. Die Welt lasse ich nochmal draußen. Es geht darum, einen neuen Rahmen zu schaffen. Ja? Schaffe dir selber einen neuen Rahmen für dich und deine Emotionalität, könnte man sagen. Gib dir Zeit und Raum für all das, was du all die Jahre oder all die Zeit verdrängt hast, was du nicht sehen wolltest und wo du einfach Angst hattest hinzuschauen, weil manchmal tut es halt so weh. Es tut so verdammt weh, manchmal Erkenntnis über sich selbst zu haben oder zu erkennen, was man zugelassen hat, was man vielleicht auch selbst verschuldet hat und wo man einfach falsch abgebogen ist im Leben, sagen wir es mal so. Schaffe dir selbst hier eine Basis, einen Raum, wo du sein kannst, nur du da nackig vor dir selbst, und dann sind diese ganzen Energien vom Außen erstmal äußerlich. Ja, und dann gehst du in dich und versuchst herauszufinden, was da gerade zwickt und drückt, ja, was dich davon abhält, die Gefühle ganz auszuleben, was dich davon abhält, vielleicht hier auch dein Business oder das, was du machst, wirklich vorwärts zu treiben. Wir haben hier zwei Pagen, ja, den Pagen der Kelche und den Pagen der Münzen. Und es ist noch nicht so richtig gefestigt, sagen wir es mal so, ja. Die Pagen vermitteln zwischen dem Fußvolk und dem Hofstaat, und du bist da so in so einer Zwischenwelt, ja, noch nicht richtig in deinem Stand, in deinem Standing, würde man heute vielleicht sagen. Du bist da noch nicht wahrhaftig angekommen, wo du sein könntest. Aber eigentlich trägst du alles bereits in dir. Du darfst nur einfach lernen, dir Raum und Zeit zu geben, um diese Geschenke des Universums oder von Gott oder den Engeln, wie auch immer du das dann siehst, oder von wem es dann auch tatsächlich kommt, auch anzunehmen, ja. Es geht darum, dir Zeit und Raum einzuräumen, um erfolgreich mit dir selbst glücklich zu werden, bevor du jemand anderen dazu holst, bevor alles andere an Materie wichtig ist. Du sollst dir selbst auch vergeben, ja? Also Harmonie in deinem eigenen System schaffen. Weil du kannst das Leben jetzt nachträglich nicht mehr ändern. Du kannst da nichts mehr verändern, du kannst da nichts mehr dran drehen. Also weder kannst du zurückgehen und einen besseren Schulabschluss machen, noch kannst du zurückgehen und einen Partner nicht treffen, oder du kannst nicht zurückgehen und, weiß ich nicht, weniger Kinder bekommen,
Du kannst es einfach nicht. Das Leben ist so, wie es ist. Auf dieser 3D-Ebene läuft es linear ab. Das, was in der Vergangenheit geschehen ist, kannst du nicht mehr verändern, aber du kannst deine energetische Signatur ändern. Ja, deine innere Vernetzung sozusagen zu diesem Ereignis oder zu diesen Ereignissen der Vergangenheit, kannst du die Wahrnehmung verändern, würde ich jetzt mal sagen. So, genug davon. Ich glaube, es ist alles gesagt, was gesagt werden wollte. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wer mag, darf natürlich mir gerne einen Daumen nach oben geben oder kommentieren. Wer Lust hat, kann auch gerne Kanalmitglied werden oder mal auf meiner Homepage vorbeischauen. Außerdem habe ich 2 neue YouTube-Kanäle an den Start geschoben. Du findest sie unterhalb des Videos verlinkt. Dort werde ich wahrscheinlich ab Januar auch noch Content hochladen. Aber dazu mal ein anderes Mal mehr. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Samstag, in dem du hoffentlich viel Zeit haben wirst, dir etwas Gutes zu tun und mit dir selbst zufrieden zu sein und im Reinen zu sein und dich darum zu kümmern, herauszufinden, was du dir jetzt für deine Zukunft wirklich wünschst und an welcher Stelle halt noch Energien abgetragen werden müssen, die dich daran hindern, vorwärts zu gehen. Gut, ihr Lieben, eventuell mache ich nachher noch eine Er- und Du-Legung, mal schauen, wie es mir nachher so geht. Aber ich denke mal, solange ich hier noch am Tisch sitzen kann und Karten legen kann, ist alles in Ordnung. Und mir geht es auch schon wesentlich besser als gestern. Gut, gehabt euch wohl. Bis bald.